Suspek. Es fängt ja schon mal schön an, meine Stimme verlässt mich. Ja, ihr Lieben, es ist Verlosung. Ich schmeiß die mal alle hier rein. So. Sollte vielleicht mal was dazu sagen. Hoppala. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken für über 600 Abonnenten. Das ist echt der Wahnsinn, da ich ja noch nicht so lange auf YouTube bin. Ging das richtig flott? Ich glaube, ich bin jetzt bei 623. Jetzt machen die hier so einen Krach. Ist mal Ruhe. Frechheit. Ja. Ja, ihr Lieben. Es gibt ja einen Gewinner. Also, ihr könnt, ich verrate aber noch nicht was, ein MFT-Set gewinnen. Wenn ihr das schon habt, bitte ehrlich sein, dann gibt es ein anderes. Ja, dieses Blendungstool hatte ich ja gesagt. Falls ihr das habt, seid da auch bitte ehrlich. Ist alles kein Problem. Dann gibt es halt eben was anderes. Ich packe natürlich noch so ein paar Sachen rein. Ja, genau. Ne, ihr wisst ja, oder viele von euch wissen ja, was ich gerne verschenke. Jetzt sind so ein paar neue Sachen mit dazugekommen, die ich sehr, sehr cool finde. Wie zum Beispiel hier so ein Bilderrahmen, den kann man selbst gestalten oder ihr bekommt einen von mir. Dann diese kleinen Magneten, die man selbst gestalten kann oder man lässt sie so. Ne? Cat. Ich bin eine, obwohl doch, ich mag auch Hunde. So ist es nicht. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch durchgeschüttelt. Ich wünsche allen ganz, 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 ganz viel Glück. Ja, was soll ich sagen, ne? Ach so, ihr habt 24 Stunden, um euch zu melden. Ich lasse die Zettel hier drin, dann ziehe ich neu. Ja? Ich lasse das nicht wieder laufen oder ich mache 3 Tage. Aber was mache ich nun? Ich schreibe das in die Infobox unten rein. Genau. Ne, damit es einfach fair ist für alle. Ich lasse 3 Tage. Ich mache 3 Tage. Ne? So, aber jetzt. Nochmal schütteln. Das ist immer so. Ich habe hier einen. Ich habe einen. Soll ich den nochmal reinschmeißen, nochmal schütteln? Ich bin gemein, oder? Ich wünsche mir ein Herzi. Aber ihr seid ja alles Herzis, deswegen kann ich hier, glaube ich, gar nichts verkehrt machen. Kreativfalter, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt müsst ihr euch hier ganz viel, ich komme nicht drauf hier, na, ihr wisst schon, Feuerwerk vorstellen. Ach, das freut mich. Das, ja, ich hätte mich natürlich bei jedem gefreut, aber sie kenne ich sogar, den Kreativfalter. Und was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch. Die Schale lasse ich trotzdem stehen. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich lasse sie stehen. Nicht, dass ich hier nochmal alles aufschreiben muss. Meine Liebe, bitte melde dich bei mir. Ne? Und ja, ich hoffe, du hast das Set noch nicht. Das ist ein relativ neues. Ich habe es auch. Ich finde es süß. Und wenn das da ist. Also es ist schon bestellt, das müsste jetzt mit meiner nächsten Bestellung kommen.
Ich wurde gefragt, ob ich nicht die Herzi-Boxen zeigen könnte, die ich verschenke. Oder generell, wenn ich Sachen verschenke. Bis jetzt habe ich sowas nicht gemacht, weil ich mir immer dachte, ich muss mich damit nicht irgendwie, ja nicht, dass ich mich damit rühme und nicht, dass es andere machen, die das zeigen. Nein, nicht falsch verstehen. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich denke mir dann immer, ich schenke das ja von Herzen. Das muss ich doch nicht jedem zeigen. So habe ich bis jetzt immer gedacht. Aber da ihr das sehen wollt, werde ich das jetzt öfters mal tun, was auch in den Herzi-Boxen drin ist. Also ich finde das okay und ich verstehe das, dass das andere einfach interessiert und sich da mitfreuen. Ne? Ist ja süß, wenn man sich für andere freut. Gibt positive Schwingungen. Genau. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich und ja, ihr Lieben. Dann Dankeschön. Wünsche mir ein ganz, ganz tolles Jahr mit euch. Mal gucken, wann ich die nächste Verlosung mache. Ich würde sagen, bei 800 und dann bei 1000 lassen wir es nochmal richtig knallen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Eure Elena.